Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute werdet ihr lernen, wie ihr mit eurem Android-Smartphone Texte kopiert, ausschneidet und einfügt. Bevor wir starten, nehmt euch einen Moment, um unser Video zu liken und unseren Channel zu abonnieren. Nehmen wir an, wir haben einen Text und müssen einen Abschnitt an unseren Kollegen weiterleiten. Wir beginnen damit, uns unseren Textabschnitt herauszusuchen. Dies kann von einem Text, der bereits auf eurem Gerät ist, sein oder wie in diesem Beispiel ein Text aus dem Internet. Sucht die Textpassage, die ihr kopieren möchtet. Klickt auf ein beliebiges Wort innerhalb des Abschnittes und haltet es etwa eine Sekunde gedrückt. Ihr werdet zwei blaue Marker sehen, die das ausgewählte Wort markieren. Nun könnt ihr ganz einfach den linken Marker an die Stelle bewegen, wo euer gewünschter Text anfängt und den rechten Marker ans Ende setzen. Danach erscheint über der Auswahl ein kleines Fenster. Klickt auf Kopieren. Jetzt befindet sich unsere Auswahl in der Zwischenablage. Öffnen wir zur Veranschaulichung ein beliebiges Textprogramm. Wenn wir jetzt auf die weiße Fläche tippen und kurz gedrückt halten, bekommen wir die Option, unseren Text einzufügen. Unser Text wurde also erfolgreich eingefügt. Jetzt habe ich mich allerdings dazu entschieden, nur einen bestimmten Teil dieses Textes an meinen Kollegen weiterzuleiten. Das geht zum Glück ganz einfach. Dazu muss ich nur den ersten Absatz markieren und dieses Mal klicke ich auf Ausschneiden. Dadurch wird der markierte Text aus dem aktuellen Text ausgeschnitten und in die Zwischenablage kopiert. Jetzt tippe ich an die Stelle, wo ich den Text hinkopieren möchte und halte wieder etwa eine Sekunde gedrückt. Ich klicke auf Einfügen und schon ist der Text fertig, um weitergeleitet zu werden. Schreibt uns gerne eure Fragen in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, nehmt euch kurz Zeit, um es zu liken und den Kanal zu abonnieren. Klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.